Hi Leute, der Padomat ist wieder am Start und wie ihr sehen könnt, wir sind Liga 5 endlich, hurra! Und ja, ich fange dann gleich mal an, mein erstes Spiel zu spielen. Ich spiele Borussia Dortmund zum zweiten Mal, glaube ich jetzt sogar schon. Also, wenn ihr irgendwelche Wünsche mal habt, welche Mannschaft ich gerne spielen soll, euer Lieblingsverein oder euer Lieblingsland, dann lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare und dann spiele ich die auch vielleicht mal. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal Druck aufbauen und gleich mal das erste Spiel am besten gewinnen, weil, ja, ist ja logisch, ich möchte Liga 5 natürlich auch am besten hochkommen und, ja, einfach so durchrushen und dann am besten gleich Liga 4 kommen. Und vielleicht sogar den Titel holen, das wäre natürlich Hammer, aber ich glaube, so geht's langsam nicht mehr weiter, weil die Gegner jetzt bestimmt stärker werden, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, was uns erwartet, aber jetzt kommen sie. Und wir spielen gegen Tottenham, wenn ich richtig sehe, gegen die Toten. Die Anforderungen werden natürlich nicht kleiner und so manchen Verein hat die plötzliche Umstellung schon um Kopf und Kragen. Ich bin mal gespannt, wie die spielen werden, ob das jetzt richtige Brutale sind oder ob man es eigentlich kaum merkt, den Unterschied. Und hier war schon mal ein Laufduell, was aber Borussia Dortmunds Verteidiger gewonnen hat. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Oh, oh, oh. Ja, da entwickelt sich wirklich. Ich bin mal gespannt, was mein Limit sein wird in den Ligen. Denn ich zweifle ja immer noch ein bisschen daran, dass ich so gut bin, dass ich Liga 1 komme. Also das glaube ich nicht. Das ist natürlich unser Ziel. Aber es wird schwer. Und ja, genau, er macht einfach mal so ein Tor von da außen, schießt einfach mal drauf, mit dem Außenriss, glaube ich sogar, und macht das 1:0 in der 8. Minute, so gehört sich das in der Liga 6. Mann, das ist schon wieder richtig scheiße. Aber ich meine, es ist erst das Anfangsspiel. Es sind ja erstmal die ersten Minuten, also von mir ist man es ja gewohnt, dass ich immer erst in der zweiten Halbzeit richtig loslege. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da bin ich schon. Ah, aber ich komme nicht durch. Aber er kommt auch nicht durch. Borussia Dortmund ist in dem Spiel irgendwie kämpferisch ziemlich gut, finde ich. Deswegen mag ich sie sehr. Blazikowski. Oh man. Der kretscht anscheinend auch ziemlich viel. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Reus. Jetzt sind wir durch. Können in die Mitte flanken und da steht er. Ah. Das war doch schon mal eine Chance. Emmanuel Adebayor in den freien Raum. Emmanuel Adebayor. Er ist auf jeden Fall machbar. Das Tor, kein Plan, ob das so geplant war von ihm, aber naja, Tor ist Tor. Ich glaube, er hat sich auch ziemlich gefreut. Ich habe keinen Plan, ob das Standard ist, ob man von dieser Position Tore machen kann mit Tricks, aber wir brauchen sowas nicht, oh Mann. Da rennt er und kann ihn heben. Nein, das gibt's doch nicht. Und auf einmal treffe ich nicht. Oh Mann, was eine Chance. Oh Gott. Aber es gibt Eckball für mich, oder? Nein, gibt's nicht. Es gibt nur eine gelbe Karte, oder? Hat er mich noch gekriegt? Ja, nee, das gibt Abstoß, aber noch eine gelbe Karte.
Was eine Chance. Habt ihr das gesehen, Leute? Das ist... Ah, Mann. Da war meine Chance doch viel klarer. Und ich mach sie nicht, aber er macht da von außen seine Krüppeltore. Das war zwar auch schön, aber das war mehr so ein Torwartfehler. Und ich glaube, der spielt immer auf diese Taktik, dass er von außen drauf schießt. Muss ich echt auch mal probieren. Und der macht hier auch ganz schön Druck schon. Reus, ein Stürmer, wie er sein muss. Ganz wenige Chancen nur für seine Ah, das war richtig. Das war ein Absprachefehler. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und da ist ein schöner Ball nach außen. Schmidt. Okay, der war doch nicht so schön. Ich wollte gerade sagen, ich würde das jetzt auch mal probieren, von außen drauf zu schießen. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie es aussehen würde. Ja, also so wird das nichts hier. Also. Lewandowski. Man weiß es ja vorher nie so genau. Was bringt er heute, Frank? Die klassische Anspielstation. Ja, was bringt er heute, Frank? Im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen. Ich muss sagen, also es ist auf jeden Fall was ist drin. Wir sind bisher gar nicht schlecht. Wir sind eigentlich am Drücken. Okay, er hatte auch schon richtig gute Chancen. Ich hatte eigentlich nur eine Chance, aber kommt vielleicht noch was. Und da wir den Ball nicht... Ah, oder wir haben ihn doch noch. Oder wir haben nicht. Nein! Was ist das denn? Er schafft es einfach an vier Leuten vorbeizulaufen. Eine unpräzise Flanke, das stellt die... Oh Mann. Und das soll jetzt Elfmeter gewesen sein. Nee, abseits. Okay, ich wollte schon sagen, also... Ich wollte mich jetzt hier schon aufregen, richtig. Kann den Ball behaupten. Es wäre natürlich nochmal richtig geil, wenn wir das jetzt drehen würden und gewinnen würden. Das wäre schon mal ein richtig geiler Auftakt. Ich glaube, da ist sogar was drin. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Da wird er vom Ball getrennt. Da außen geht es immer wieder ab. Jetzt hier ein Laufduell. Der mag mich richtig. Aber egal, wir haben. Und jetzt sollte man eigentlich einen schnellen Konter spielen können. Aber irgendwie sind hier zu wenige Leute. Aber egal. Ja! Oh! Mann, was eine Chance schon wieder. Und jetzt müsste gleich Halbzeit sein und es steht immer noch 1-0 für ihn. Lojikowski bewegt den Ball. Ja, es steht immer jemand im Weg. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Oh! Hey! Das gibt's doch nicht, oder wirklich? Ah, Mann, das ist doch wie verhext. Das soll einfach nicht sein. Ich habe die Latte getroffen, ich habe den Pfosten getroffen. Ich habe Chancen ohne Ende. Und ich schaffe nicht mal ein Tor. Es steht, ich habe 7 Torschüsse. Okay, er hat mehr Schüsse aufs Tor, aber ich habe 7 Schüsse und er hat erst 4. Ziemlich ausgeglichen. Also ich finde, ich hätte wenigstens mal ein Tor verdient. Also so viel Glück, das kann ja gar nicht sein. Und jetzt tunnelt er mich auch noch. Auf jeden Fall, wenn die Gegner alle so sind in Liga 6, dann sind sie schlagbar. Und ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Nämlich auf ein Kopfballtor, weil ich bisher 80% von meinen Toren mit dem Kopf gemacht habe und hoffe darauf, dass ich so vielleicht wieder zurück ins Spiel komme. Achtung! Gehalten! Jetzt aber ein übel Ironie. Ein Wunder! Ein Wunder! Oh, da krätscht er schon wieder. Hätte er fast den Ball gehabt. Wenn ich jetzt
Hey, das war schon wieder so eine. So eine Scheißsituation war das. Und da kommt mein Torhüter raus. Reus. Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus. Manni, so ist das, wenn man mit Auge spielt. Ja, so ist das, wenn man mit Auge spielt. Da könnt ihr das auch mal sehen hier. Aber was nützt uns das Auge, wenn wir einfach kein Tor schießen? Bender. Ich meine, dann spiele ich doch lieber ohne Augen. Adebayor. Bin ich lieber blind? Nein. Ja. Schmelzer. Und jetzt geht der außen lang, holt Jetzt nochmal seine könnte es letzten gefährlich Kräfte. werden. Ah, und er schafft es nicht rein zu flanken. Ich muss schneller passen und flanken. Ich Bender. muss schneller werden. Oh Mann, aber Gute nicht so ein Übersicht. Im Pass. Wenn richtigen du passt, Moment dann ist er am richtig. richtigen Ort. So ein Pass will ich dann sehen. Die Möglichkeit. Und Ja, sie da ist das 1-1. Endlich, wie ich euch möglich. gesagt habe, wir machen ein Kopfballtor einfach. Das ist die leichteste Möglichkeit. Mkhitaryan hat uns zurück ins Spiel gebracht und jetzt verlieren wir das aber nicht so wie beim letzten Mal, wo wir aufgeholt haben in 3-0 sogar und dann es nochmal verkackt haben. Ich werde auswechseln. Ich werde auswechseln. Ich guck mal auf die Auswechselbank, wen ich da habe und ich könnte hier Aubameyang reintun. Mr. Blachikowski war ziemlich kaputt, habe ich gesehen. Und wen könnte ich noch? Großkreuz. Na, nee, na, ich lasse es so. Ist okay. Einen Kopfball wie gemacht für den Torhüter Und auch Peter der Gegner Gerkes. wechselt einen Spieler aus. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen. Und jetzt Jetzt ist sind hier es alle steht aus dem 1-1, also Häuschen. es wird nochmal richtig Völlig zu Recht heiß. ein super Ich bin mal Kopfballtor. gespannt, ob es so bleibt. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, aber erstmal ist ausgeschlagen. Ist ausgeboxt. Er macht einen Seitenwechsel, der richtig geil Hochweit war. und raus heißt Aber hat jetzt das sich zu weit Motto. vorgelegt, kriegt den Die Ball aber Chance. nochmal. Aber jetzt haben wir den Ball. Jetzt probieren wir hier mit Auge und Toren zu Wunderbar spielen. gemacht, das Das ist Bällchen natürlich läuft hier hier hin und die her und macht schönste. genau das, was sie Ah, spielen der mit wollen. seinen Krätschen, das Adebayor. geht mir auf den Sack. Er trifft nicht immer, aber. Das wird schon wieder riskant hier hinten, was ich mache. Ich sollte Schmelzer. aufhören, so zu spielen. Und jetzt ist er durch. Ja, da Und kommt was auf uns muss zu. reinflanken. Das muss es sein. Ah. Aber wir haben nochmal die Chance. Sie Oh, geben sich mit diesem was eine Unentschieden Chance schon wieder. zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das Ja, merkt man. wir wollen in Führung gehen. Denn das ist zwar erst unser erstes Spiel, aber ich meine, 3 Punkte tun immer gut und wir wollen ja schließlich auch aufsteigen. Jetzt ins Tor. Ah, Und irgendwie kommt er an Mann! den Ball noch ran. Also wir sind jetzt Und klar wieder am ist er Drücken, bin auf ich dem der Post. Meinung. Er ist wirklich Aber schier trotzdem unüberwindlich. reicht Super eine Finish. Chance für Und ihn. diesen Kopfball, den musst du Und erstmal dieses halten. 2 Aber in zu dieser 1, das Situation täte so gut, hervorragend gemacht von muss ich unserem dazu Torhüter. sagen. Wie Und bewertet der jetzt gibt es einen Unparteiische Foul für diese uns. Aktion? Und ich möchte ihn nicht schnell ausführen, ich möchte gerne einen richtigen Freistoß haben. Und? Warum Okay, schießt er in den die jetzt nicht ins Zuschauer. Tor? Knapp daneben. Das wird sein Knapp Geheimnis bleiben, aber daneben. viel hat Ich sich habe gefehlt. keinen Plan. Ich habe sowas auch noch nicht so richtig geübt. Aber irgendwann wird der Tag kommen, an dem nehme ich ein Freistoßtor auf und dann werde ich mir das Tag und Nacht wahrscheinlich angucken. Jetzt haben Sie viel Platz in der Mitte. Oh Mann, und jetzt auf sowas muss ich aufpassen, auf Konter. Aber keine Angst. Wir haben den Ball nicht. Aber wir haben schon mal wenigstens ein bisschen Zeit rausgeschlagen. Jetzt muss er nochmal ziehen hier. Soldado. Oh. Oh, da ist noch alles drin. Da ist wirklich noch Kopfballchance. alles drin.
Und er tut mir gleich die Schulter weh hier. Ich spring richtig mit bei jedem Ball. Jetzt, es gibt Eckball für ihn. Von denen, okay, da flog er ins Tor. Der Torhüter hat den Ball, spielt erstmal dahin. Like a Boss wirft erstmal zum Gegner. Und den haben wir immer noch. Und jetzt können wir Konter setzen. Da muss er natürlich aufpassen. Ah, das hat schon wieder so viel Zeit gekostet. Schön gemacht. Ah, es fehlt immer der letzte Ticken. Es steht immer ein Mann zu viel, wirklich. Es gibt's doch nicht. Jetzt kämpfen sie um. Adebayor verliert hier den Ball. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Ja, der will ihn, aber der kriegt ihn nicht. Jetzt müsste der außen reinlaufen, der will aber irgendwie nicht. Schönes Stellungsspiel. Ma, so ich habe extra angelaufen dafür. Jetzt ist 88. Minute. Wenn ich jetzt ein Tor machen würde, das wäre natürlich richtig geil. Letzte Möglichkeit. Wenn Sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. Und die Abwehr aufmerksam. Hummels. Reus. Schein. Bender. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und es ist vorbei. Wir haben uns immerhin noch einen Punkt geholt. Und wenn wir jetzt hier mal drauf gucken, wir haben noch verbleibende 9 Spiele, haben ein Unentschieden geholt, brauchen 10 Punkte, um nicht mehr abzusteigen. Also das wäre ja schon mal das erste Ziel, würde ich sagen. Also bräuchten wir jetzt genau noch 3 Siege von den 9 Spielen. Es wird schwer, aber auf jeden Fall locker machbar. Ich meine, 9 Spiele, 3 Siege, das sollte immerhin drin sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir Liga 4 erklimmen. Ciao.